Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Vůbec poprvé se do oktagonu podívá Vladislav Kančev. Ve 32 letech má Kančev na svém kontě 12 vítězství. Všechny ukončil před limitem. A smlouva s oktagonem a možnost se tady ukázat je pro něj zatím největší životní výzvou. Spolu s jeho dnešním soupeřem Matej Kertéšem je pojí společný protivník Bojan Veličkovič. A stejně jako maďarská stálice domácí scény, i on s ním nakonec po třech kolech padl na body. Neskutečné. Matej Kertéš dokázal dominovat v zápase s Bojanem Veličkovičem. Všechno pro vítěze, kterým se stává Bojan Veličkovič. Pro plastickou trhavinu C4, jak je Vladislav Kančev přezdíván, byl zápas s Bojanem Veličkovičem velmi nepříjemný také, protože narušil jeho šňůru 6 vítězství. Matej nám už v minulosti ukázal svou houževnatost a to, kolik toho je v kleci ochotný snést. Dostane prostor i tentokrát. Nebo nás čeká rychlá akce v podání srbského dělostřelce. Kertész versus Kančev, to bude velmi zajímavá a velmi těžko zdolatelná K2. Nakonec se na vrchol dostane pouze jeden z nich. Tja, und hier sind wir, Vladislav Kančev, den ehemaligen bulgarischen Vizemeister im Boxen. Hier siegessicher in die Halle, ist ein sehr cleverer Kämpfer mit Dynamit in den Fäusten. Also seine Finishes, die er bisher hier erreicht hat, da hat er die Top-Position bekommen, hat dann aber, anstatt nach der Submission zu gehen, einfach draufgeladen und die Kämpfe mit Ground and Pound beendet. Also da scheint er einen gewissen Riecher dafür zu haben. Ja, wenn man natürlich weiß, was er für eine physische Kraft hat, wie explosiv man ist und was für verheerende Auswirkungen Treffer haben, dann ist es natürlich eine geile Waffe, um einen kurzen Prozess zu machen und Kämpfe in allen Bereichen, sowohl im Stand als auch was am Boden, zu beenden. Ja, also Kančev ist sehr austrainiert, wirkt ein bisschen schwerfällig, aber trotz seiner extremen Muskulatur ist er ziemlich schnell. Das ist das, was seine Kämpfe so interessant macht. Hier nochmal den letzten Feinschliff mit der Vaseline von den Offiziellen. Und dann begrüßen wir gleich den ungarischen Kämpfer Matej Kertész. Gerd Richter übernimmt den letzten Check.
Sie scheinen mir etwas an der Länge der Fußnägel von Wladislav Kantschew hier zu beanstanden. Die werden hier nämlich gerade noch mal gestutzt. Ja, auch sowas kann es geben. Ja. Denn das verlangt nun mal das Regelwerk im MMA-Sport, dass man keine langen Finger- und Fußnägel hat. Denn wenn man mal einen High-Kick in das Gesicht des Gegners platziert und der Zeh irgendwie am Auge vorbeischrappt, kann das sehr hässliche Verletzungen zur Folge haben. Und das müssen wir natürlich unter allen Umständen vermeiden hier. Und Kantschew kann es kaum erwarten, hier wieder in den Cage zu steigen. Ja, er hat sich jetzt bestimmt auch anderes vorgestellt, als hier eine Pediküre vor kurz vom Kampf zu bekommen. Ja. Aber jetzt ist er bereit, es kann losgehen. Ja, das ist unangenehm als Kämpfer, wenn man unbedingt loslegen möchte und sich dann der Zeitpunkt bis zum Kampf noch mal wegen so Kleinigkeiten verzögert. Also das nimmt einem manchmal auch echt ein bisschen den Wind aus den Segeln. Aber ja, aber auch hier gilt es natürlich, man hat eine Ecke. Man geht die Bewegungen noch mal durch. Am Ende sein komplettes Bewegungsmuster, den Gameplan, was man zu tun hat. Und es ist einfach nur noch mal ein schärfendes Fokus. Man kann diese Zeit auf jeden Fall nutzen. Und der ungarische MMA-Star, der sich auch in Tschechien mittlerweile sehr großer Beliebtheit erfreut, Maté Kertész, trifft auch jetzt gleich hier im Käfig ein. Und das Lustige ist, finde ich, wenn man sich Maté Kertész anschaut, würde man ihm überhaupt nicht anmerken, dass er MMA-Kämpfer ist. Ein sehr ruhiger, bescheidener Typ, hat auch keine irgendwie merklichen Verletzungen im Gesicht. Ich saß gestern auf dem Weg zum Stadion mit ihm im Bus. Und er ist wirklich ein ganz ruhiger, besonnener Kerl, fast schon introvertiert, könnte man sagen. Aber dieser Mann hat es faustdick hinter den Ohren. Also, er hat einen recht ruhigen Kampfstil, er lässt sich nicht in Hektik bringen, aber wenn er was macht, dann zieht er diese Aktion komplett durch. Und es kann sein, dass er in einer seelischen Gelassenheit dasteht, plötzlich zwei Fäuste auspackt und damit seinen Gegner zu Boden schickt. Also ja, beurteile ein Buch niemals bei seinem Cover. Ja, absolut. Ja, es gibt eine lustige Geschichte. Also Kertész Vater ist Anwalt aus Ungarn. Der ist geschäftlich mal in den USA gewesen und hat dann einfach mal in San Jose bei der American Kickboxing Academy vorbeigeschaut. Sein Vater, wohlgemerkt, ja. Der hat dann direkt den Chef dort sprechen wollen. Das ist Javier Mendes, der Cheftrainer von Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov und Cain Velasquez. Kertész Vater ist hingegangen, hat das Handy ausgepackt und gezeigt, hier, guck mal, das ist mein Sohn. Der macht auch MMA, kann der mal vorbeikommen? Und so ist es zustande gekommen, dass Maté Kertész einfach mal 3 Wochen in den USA mit Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev und dieser ganzen Elite des MMA-Sports trainiert hat. Und auch diese Zeit, hat er gesagt, war sehr prägend für ihn, denn er hat viel dort dazugelernt. Er dachte vorher schon, sagt er, er könnte ringen, aber da hat er so ein paar wirklich ernüchternde Erfahrungen gegen diese dagestanischen Ringer gemacht. Und auch viel dazugelernt, ernüchternde Erfahrungen, aber hat sich dadurch nochmal komplett neu aufgestellt und seinen Horizont erweitert. Also das ist halt das Ding im MMA-Sport. Ja, man kann als europäischer Kämpfer einfach mal, als würde man mit Cristiano Ronaldo trainieren. Ja, also das sind Möglichkeiten, die gibt es halt in wenig bis keiner anderen Sportart, würde ich mal sagen. Dass man einfach so in ein Elite-Gym reinspaziert und dort mit den Besten der Welt trainiert. Aber Maté Kertész hat diese Möglichkeit wahrgenommen. Da braucht man natürlich auch erstmal den Vater, der dorthin fährt und das Trainingscamp sozusagen erstmal abklärt, dass das möglich ist. Ja, aber wirklich, sein Vater hat anscheinend, er wusste noch nicht mal, wer diese ganzen Leute sind, die da trainieren. Für den war das einfach irgendein Gym. Der wusste nicht, dass das eines der weltbesten Gyms überhaupt ist, wo die ganzen UFC-Champions trainieren. Also, er ist einfach mal reingestiefelt und hat gedacht, okay, es wird schon passen. Wladislav Sivor Kantschew. Red Corner. He's 29 years old. He stands 183 centimeters tall and he weighed in at 70. Für Kertész ist hier ein kleiner Reichweitenvorteil. Sowohl Reichweitenvorteil als auch Größenvorteil. Ich bin gespannt, wie er den nutzen wird. He has a professional record of
65. Ich glaube, Kertész ist tendenziell auch der weniger explosive. Das heißt aber natürlich nicht, dass es ihm irgendwie an Knockout-Power fehlt. Das, was ihm vielleicht an Explosivität fehlt, gleicht er mit Präzision und Timing wieder aus. Ja. Kertész glänzt natürlich mit dem schönen Überblick, mit einer sehr guten Dynamik, guter Beinarbeit. Also das ist, was ich in seinen letzten Kämpfen von ihm gesehen habe. Ja. Und die deutschen MMA-Fans werden Matti Kertész wahrscheinlich auch von seinem Duell gegen Christian Jungwirth kennen, den er besiegt hat. Kertész ist auf jeden Fall der absolute Favorit. Oh, wow. Mit einer 1,23er Quote. Also die Buchmacher sind ja auf jeden Fall mutig. Ja. Oh. Direkt, der kommt er hier. Oh, schöne rechte Overhand hier von Kantschew. Gut gemacht. Und da hat er schon einen Cut hier bei Kertész im Gesicht geöffnet. Sieht fies aus. Ja, jetzt fangen beide an zu ringen. Vielleicht klappt es mit dem Hüftwurf. Kertész muss auf jeden Fall in Richtung Underhook laufen, nicht in den Overhook. Schön gemacht hier. Von Kantschew. Und schönes Knie auf dem Aufwärtsweg, ist riskant. Also Kantschew hat hier schon mal buchstäblich Blut geleckt in den ersten Sekunden des Kampfes. Also die erste Overhand, die saß schon mal ziemlich kräftig. Ja, man sieht auch diese schweren Hände von Kantschew. Und das hat bei Kertész auf jeden Fall Respekt hinterlassen. Ja. Kertész versucht hier mit Kicks und Seitwärtshaken mit der Führhand. Rennt hier aber trotzdem wieder in die Führhand von Kantschew rein. Der kämpft hier mit relativ niedriger Deckung, aber seine Strikes entfalten die gewünschte Wirkung auf jeden Fall. Oh, erneuter Schlagabtausch. Und Kertész sieht schon etwas mitgenommen aus, versucht es mit dem Takedown, aber der wird direkt verteidigt hier von Kantschew. Ja, Kertész muss auf jeden Fall den Takedown mit Strikes, ein Setup dafür schaffen, sonst wird es sehr schwierig. Ja, definitiv. Aber dieser Cut an der Augenbraue, den Kantschew hier schon besser genommen hat, ja, der sieht schon wirklich gemein aus. Und jetzt kontrolliert die Beine, lädt die Beine auf. Wenn er jetzt die Beine auf sein rechtes Knie aufladen kann, dann kann er sie isolieren und hindert Kantschew damit am Aufstehen. Ja, sehr schön. Ist schwer mit der Hüfte, muss schwerer mit der Hüfte sein. Ellbogenpin mit der linken Seite. Solide gemacht hier von Kertész. Damit hat er sich jetzt schon mal das Momentum in der Runde gesichert hier. Man hat direkt gesehen, dass wenn er das Ganze mit Strikes als Setup nutzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er den Wurf finalisiert, deutlich höher ist. Ja, vor allem hat er auch die Beine sehr, sehr gut zusammengeschnürt, während er den Takedown umgesetzt hat. Also gut gemacht hier von Kertész. Aber mal sehen, ob er sich hier in der Position noch weiter voranarbeiten kann. Versucht sie mit kurzen Schlägen, möchte aber erstmal die Position sichern. Und Kantschew so das Leben in der Unterlage schwer machen. Kantschew hält immer noch an dem anderen Bein von Kertész fest. Jetzt langsam steigt er rüber. Ja, Kertész macht das schön, hat hier versucht, den rechten Arm von Kantschew zu trappen, zu isolieren, um ihn zu pinnen und natürlich auch mit Strikes und Ellbogen attackieren zu können. Und diese kurzen Schläge, das sind noch keine K.O.-Hämmer, aber nichtsdestotrotz merkt man die über die gesamte Kampfdauer. Und es hat natürlich für Kertész den Vorteil, mit diesen kurzen, schnellen Schlägen spart er sich natürlich die Kraft für die späteren Runden. Und jetzt wird es langsam etwas unangenehm oder konditionell aufreibend hier für Kantschew. Eine Minute auf der Uhr. Also Kantschew wirkt ein bisschen, als hätte er... Oh, jetzt versucht er sich hier an einem Beinangriff aus der Unterlage. Schön,
Schön rausgedreht hier von Kertész. Ja, schön mit der Hüfte eng. Versucht mit dem Hook zu arbeiten. Das macht Kertész sehr gut, das gefällt mir gut. Hängt wirklich sauber auf der Mitte des Rückens hinten. Kantschew muss hier das Gewicht von ihm tragen. Etabliert seine Haken, um die Hüfte zu kontrollieren, um dann mit Ground and Pound zu arbeiten. Wenn man die linke Seite von Kertész betrachtet, er trappt hier den Arm. Ja. Das ist auch ein typisches Dagestan Wrestling Grip, heißt es. Das ist eine sehr gute Waffe, um die Stütze zu nehmen, die Position zu kontrollieren und wie gesagt, diesen ringerischen Aspekt weiter zu forcieren und dominant zu bleiben. Ja, er schnürt Kantschew hier richtig von der Rückenlage aus ein, nimmt ihm hier jede Möglichkeit, aus dieser Position zu entkommen. Und das war Runde 1. Ich würde diese Runde an An Kertész geben, genau. Ja. 10-9. Also im Stand-Up hat mir Kantschew ein kleines bisschen besser gefallen. Allerdings hat dann der Takedown und auch die darüber hinausgehende Kontrolle wahrscheinlich die Runde für Kertész gesichert. Der muss jetzt erstmal schauen, dass er hier wieder was sehen kann mit diesem Cut, den er im Gesicht hat. Wird hier von seinen Coaches mit dem Handtuch mit etwas Luft befächert. Und hier sehen wir nochmal diese Overhand von Kantschew, die ins Gesicht von Kertész getroffen hat. Und schön gemacht, hier wirklich mit der Hüfte rausgedreht. Und direkt der Kniestoß hinterher, der war schon an der Grenze. Absolut, aber er hat kurz gewartet, verzögert. Ja. Er hat gewartet, bis dieses Knie vom Boden abhebt, um dann dieses Knie wirklich mit voller Wucht zu zünden. Runde Nummer 2. Weiß, was zu tun ist. Und let's go. Ja. Die Quote von Kertész hat sich zum absoluten Favoriten von 1,18 zu 4,4 bei Kantschew verbessert. Ja, und er geht auch direkt zum Single Leg, arbeitet hier für den Single Leg. Jetzt hat er den Kopf an der Innenseite. Geht für den Double Leg. Kantschew hält hier noch am Kopf von Kertész fest. Sollte vielleicht schauen, dass er hier den Underhook reinbekommt. Oh, und da holt er den Takedown. Und jetzt ist er schon fast über den Beinen drüber. Ja, aber Kantschew kommt wieder nach oben. Kertész muss direkt nach dem Wurf die Hüfte schwer machen, die Beine isolieren und ihn daran hindern, wieder nach oben zu kommen. Das ist wirklich das A und O. Wenn man da seine Hausaufgaben macht, kann man im Energiehaushalt auf jeden Fall ein gutes Plus machen. Auch die Kopfposition, jetzt die Kopfposition von Kertész gut. Mit dem Hüftdrag arbeitet er hier. Vielleicht hat er hier, so wie Kantschew steht, ja, ich wollte es gerade sagen, die Möglichkeit für einen Sichel-Takedown, für einen Sichelwurf. Hat hier das Bein einmal eingehakt, aber Kantschew hat da die Lunte gerochen und das Bein umgestellt, damit ihm das Bein nicht gestellt werden kann, um geworfen zu werden. Und hier müsste Kertész jetzt einen Step mit dem Knie reinmachen, um seine Hüftkraft mit in den Takedown hineinzubringen und dann könnte ihn von der Wand wegziehen und werfen. Oh, und jetzt arbeitet er sich hier auf den Rücken von Kantschew drauf, also langsam wird es hier gefährlich. Vielleicht kann er wieder das Handgelenk von hinten greifen. Und das ist natürlich auch eine enorme Frage der Verteilung des Körperschwerpunkts. Wenn man hier diese Situation hat, dann Kertész kann sich hier wieder schwer machen, kann sich hier wirklich auf seinen Gegner drauflehnen. Und Kantschew muss dieses gesamte Gewicht hier tragen. Das raubt natürlich Kraft und Kondition. Schöner Kniestoß jetzt hier wieder durch die Mitte von Kertész. Und er drückt seinen Kopf hier wirklich die ganze Zeit in den Kiefer von Kantschew rein. Arbeitet wieder für den Single Leg. Halbzeit in der zweiten Runde. 2,5 Minuten sind es noch. Also Kertész ist wirklich unermüdlich, wie er wie ein nasser Sack an seinem Gegner dran klebt, um ihm hier das Leben schwer zu machen. Er weiß natürlich auch, dass er ihm keinen Platz lassen darf. Aber er hat bislang noch zu wenig Kapital aus dieser
Situation geschlagen. Und deswegen kommt der Referee auch und holt die beiden wieder in die Mitte. Wieder Schlagabtausch jetzt hier wieder von beiden. Oh, Kertes stolpert da weg. Ja, schöner Kick zur Leber. Gute Takedown-Defense bei Kantschew. Oh, und die Kicks, die schnalzen wirklich hier. Man hört es durch das ganze Stadion. Und jetzt wird Kertes, glaube ich, so ein kleines bisschen wilder. Er ist nicht mehr so variabel. Ja. Oh, schön gemacht. Versucht direkt zum Mount überzusteigen, landet aber in der Halfguard. Also Kantschew fixiert wieder eines der Beine von Kertes aus der Unterlage, damit der nicht in die Mount reinklettern kann. Und Kertes hat noch eine Minute Zeit hier, um aus dieser Position zu arbeiten. Wird hier lautstark von den Prager Fans angefeuert, während er hier versucht, etwas festere Hände aus der Oberlage hier runterprasseln zu lassen. Rudert hier ein bisschen mit den Faustschlägen von oben nach unten ins Gesicht. Jetzt hat er vielleicht die Möglichkeit, in die Mount rüberzusteigen. Die Beinfixierung bei Kantschew ist nicht mehr so fest wie gerade eben noch, als die beiden in der Halfguard gelandet sind. Und 30 Sekunden hat er noch im zweiten Durchgang. Ja, Kertes könnte jetzt pausen und noch mal versuchen, Schaden zu generieren. Kantschew ist natürlich durch diesen ganzen Clinch und Bodenkampf jetzt deutlich müder geworden. Ja. Und was sich natürlich auch auf die Gefährlichkeit in seinem Striking auswirkt. Ja, also der wird kommende Runde nicht mehr so frisch und so schnell sein wie noch zu Beginn dieser Runde auf jeden Fall. Also das hat Kertes gut gemacht. Runde Nummer 2. Dass der Kantschew hier das Leben schwer macht und ihn hier ermüdet. Wir sehen hier mal rein in beide Ecken von den Kämpfern. Sowohl beim Bulgaren als auch, aus dem Team von Ungarn. Kertes hat wieder das berühmt-berüchtigte Wattestäbchen im Gesicht, um die Blutung zu stoppen. Das ist mit Adrenalinchlorid in einem sehr, sehr fein bemessenen Maßstab, um die Gefäße zu verengen, einfach damit das Blut nicht mehr ins Auge oder ins Gesicht tropft. Also es ist wirklich bemerkenswert, was so ein Cutman hier in so kurzer Zeit rausholen kann für den Kämpfer. Und Kertes ist schon wieder bereit für die nächste Runde. Gleich geht es weiter. Auch wenn beide jetzt sichtlich gezeichnet sind hier. Ich bin gespannt, wie Kertes die Runde eröffnet, Runde 3. So, die Quote ist nochmal gesunken für Kertes und gestiegen für Kantschew. Ja, und geht direkt zum Bodylock. Schön hier. Der Bodylock. Vielleicht kann er daraus den Takedown. Ja, schön. Sehr schön. Direkt den Rücken. Klasse gemacht. Mit der Hüfte wieder direkt dran, hat den einen Hook drin. Sehr sauber. Und er greift auch direkt von der Rückenlage wieder das Handgelenk oder hat es gerade kurzzeitig gegriffen. Ja, schöner Reversal bei Kantschew. Gut gemacht jetzt hier von Kantschew. Hat die Position genutzt, nimmt das Kruzifix. Kertes versucht abzurollen, kann nicht, weil er gesperrt wird. Und beide landen wieder im Stand. Ausgeglichene Position wieder hier. Und Kertes wieder mit dem Single Leg. Schafft es diesmal wieder. Wechselt und versucht sich in den Bodylock reinzuarbeiten. Damit hat er den ersten Takedown in dieser Runde schon geschafft. Und oh, Flugstunde! Schöner Takedown. Klasse gemacht hier. Trap direkt die Beine, indem er hier übersteigt, sich den Rücken sichert. Jetzt wird es richtig ungemütlich hier für Wladislav Kantschew. Denn ich glaube, der hat zu Beginn der Runde noch etwas Power gehabt, aber mittlerweile hat er echt etwas nachgegeben. Und Kertes macht das hier super.
fixiert seinen Gegner hier in der Ecke und lässt ihm keinen Raum, um sich auf irgendeine Seite rauszudrehen. Greift auch wieder unter der Schulter durch, fixiert das Handgelenk. Ja, dieser Armtrap ist wirklich hilfreich, weil man sich somit die Kontrolle des Gegners sichern kann. Ja. Plus die Rückenkontrolle teilweise forcieren kann. Das ist eine geile Waffe. Kantschew legt sich wieder flach mit beiden Schultern auf den Boden, weil er schon gemerkt hat, dass Kertész hier den einen Arm auf einer Seite fixieren kann, wenn er sich hier zu sehr auf die Seite dreht. Ja, Kantschew muss hier mehr mit seinem Underhook arbeiten, um wieder auf die Knie zu kommen. Dadurch, dass er die ganze Zeit diesen Underhook nicht richtig genutzt hat, bemüht sich Kertész nicht mal mehr wirklich darum, diesen Underhook zu bekommen. Geht jetzt für die Arm-Triangle. Vielleicht kann Kantschew auch hier noch mal den Käfigwall nutzen, um sich mit den Füßen ein bisschen abzustoßen, damit er seine Hüfte hier unterm Körperschwerpunkt von Matej Kertész wegbewegen kann. Aber es sieht jetzt gerade echt nicht gut aus für Wladyslaw Kantschew. Der wird hier weiterhin festgenagelt und eingeschnürt. Wenn der jetzt auch noch die Möglichkeit hat, sich hier aufzurichten Schöne und zu Position schlagen. Oh, gut gemacht. Ja, Kantschew muss jetzt, ja, sehr gut, muss den Arm ganz schnell nach hinten rausbringen. Und Kertész drückt hier mit dem Handballen gegen den Kiefer. Das ist keine besonders schmerzhafte Angelegenheit, aber dadurch verhindert er eben, dass Kantschew wirklich Kraft aufbauen kann, um sich zur Seite zu rollen. Ja, dieses Pinnen ist eine übliche Technik, dass man forciert, dass der Gegner auf seinem Rücken liegen bleibt, ihn pinnen kann, dann mit Strikes angreifen, die Position wieder zu sichern. Oh, vielleicht schafft es Kantschew, sich noch mal in die Full Guard zurückzuarbeiten. Aber momentan sieht das hier alles zugunsten von Matej Kertész aus, würde ich mal sagen. Der macht hier weiter die Punkte, auch wenn er jetzt keine Wirkungstreffer gerade landet hier aus der Half Guard. Dominiert er natürlich nach wie vor. Und wie gesagt, Kantschew hat nicht mehr die Möglichkeit oder nicht mehr die Kraft, um sich hier mit einer explosiven Bewegung rauszubewegen. Da ist noch eine Minute auf der Uhr. Auch die dritte Runde geht so weit, ganz klar an Kertész. Ja, glasklare Sache. Der versucht hier noch mal den Arm zu fixieren und vielleicht dann, ja. Kantschew müsste jetzt wirklich hier noch einmal explodieren mit dem Underhook auf die Beine nach oben kommen und sich dann wirklich zwingen, nach vorne zu laufen. Schöner Ellbogen hier von Kertész. Sauber durchgezogen, der lässt hier nichts anbrennen. Clever umgesetzt jetzt hier. Der wird das hier über die Zeit bringen. Und der wird einfach schauen, dass er jegliche Restgefahr noch bannt. Ja, steigt hier über. Vielleicht kriegt er noch mal den Rücken. Aber auch hier dreht sich Kantschew wieder auf die linke Seite rüber. Das gefällt mir sehr gut bei Kantschew übrigens, dass er nicht ständig seinen Rücken gibt. Ja. Denn diese Tendenz ist auch vertreten, ja, dass der Rücken gegeben wird. Und das bringt dann meistens in noch schlechtere Situationen, ja, als man vorher schon war. Ja, wir haben es am Anfang des Abends schon gesehen. Da ist genau das passiert. Aus der Mountlage die Schläge geblockt, rausgerollt und dann gibt man den Rücken her. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Ja, Kertész schüttelt den Kopf, scheint nicht ganz zufrieden zu sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass er von dem, was er gezeigt hat, noch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Aber am Ende des Tages ist es jetzt für ihn ein gewonnener Kampf. Kann er stolz drauf sein. Und auch das bringt ihm den Titel, das bringt ihm auf das Titelrennen ein kleines Stückchen näher. Ja, das war ein schöner Takedown. Hier sauber mit der Hüfte hinten gesperrt. Ja, den Rücken gemacht. Genommen. Die Rückenmitte kontrolliert, mit der Hüfte nah dran gewesen, um dann einen hohen Haken reinzubringen. Dann hat er diesen kleinen Fehler begangen gehabt, wo der Reversal zustande kam. Aber auch den hat er gut aufgelöst. Ja, auch hier eine schöne Position, wie er den linken Arm, wie er das linke Bein trappt von Kantschew und mit Ground and Pound arbeitet.
Hier sehen wir nochmal, wie er sich auf Kantschew schwer macht, ihm jeglichen Bewegungsspielraum nimmt und dann mit diesen kurzen Händen und Ellbogen aus der Oberlage von oben nach unten schlägt. Und hier sehen wir nochmal die Strikes im direkten Vergleich. Significant Punches, da sind wir bei Mati Kertész fast beim Zehnfachen. Mama mia. 30-26, 30-27 and 30-27. All three judges score this fight in the favor of the winner, who's coming from the red corner, Mate Cold-Blooded Kertész. Ja, ein Punktrichter hat, was sehr selten passiert, eine Runde sogar 10-8 gewertet. Das passiert normalerweise nur bei einem Knockdown oder bei einer besonders dominanten Leistung. Punktrichter haben tendenziell immer Angst davor, die 10-8 auszupacken und bewerten Runden eigentlich fast immer mit 10-9. Also da sieht man diese Dominanz, die Kertész hier an den Tag gelegt hat, um einen von den Punktrichtern dazu zu überzeugen. Warum würdest du sagen, haben Punktrichter öfters mal ein bisschen Hemmung, eine Runde 10-8 abzugeben? Ist das was, wofür sich die Judges im Nachhinein auch eventuell mal rechtfertigen müssen? Oder warum glaubst du, passiert das nicht so oft? Ich denke, dass das einfach Gewohnheit ist und Ermessenssache, ab welchem Zeitpunkt eine 10-8 vergeben wird und dann eine 10-9. Ist es bei einem schweren Knockdown, ist es bei einer absoluten Dominanz viel Schaden, den man generiert. Es ist halt schwierig, das messbar zu machen, auf eine objektive Art und Weise. Umgekehrt kann es natürlich auch passieren, dass man Kritik dafür erntet, wenn man keine 10-8 gibt bei einer extrem dominanten Runde. Weil dann kann man sich natürlich auch fragen, okay, warum gibt der Punkte-Referee jetzt keine 10-8? Ja, also bei einem 3-Runden-Kampf ist es natürlich schon ein enormer Rückschlag, wenn man eine 10-8-Runde bekommt. Dann muss man eigentlich ein vorzeitiges Finish kriegen oder zwei weitere Runden gewinnen, um allein schon wieder pari zu sein, allein schon wieder den Gleichstand zu erzielen. Also das ist schon wirklich eine Kunst. Was ist mein Style? Máte říká, tohle jsem trénoval vlastně posledních pár měsíců a pořád vlastně zkouším, on určitě viděl mé zápasy, tak já pořád zkouším vymyslet ten svůj styl úplně. Anything else you want to add? Not really. Before the end of the year, I want to have one more match, but we will talk about the opponent. Před koncem roku chci ještě jeden zápas, ale určitě se o tom ještě společně budeme bavit. We will definitely talk about it. Thank you, Mate. Another great performance. Mate Cold-Blooded Kertész! Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de.